Willkommen zu meinem Häkelkanal. Vor 2 Wochen haben wir zusammen ein langes Pulli für den Herz gehäkelt. Diese Woche vorbereiten wir uns für den Winter. Und zwar mit diesem Poncho. Sieht aus wie ein Pulli, ist aber nicht ganz ein Pulli. Zeige ich dir. Ne? Kann man auf die Seite öffnen. Er ist nur kurz hier verbunden. So, damit er am Körper besser hält. Aber gucken wir mal das allgemeine Bild. Wir haben ein Rechteck hier vorne mit ein schönes Band mit Zopf. Ja, da gucken wir Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Du wirst sehen, das kriegst du hin. Und einen schönen Rollkragen, ganz warm und ganz mollig. Als Deko auf die Seite haben wir diese Quaste. Die fallen schön auf dem Körper und das sieht einfach gut aus. Unser Poncho heute ist recht lang und bedeckt uns richtig gut. Und er besteht hier nur aus Albestäbchen. Also ganz einfach zu machen. Dieses Zierband hier ist das I-Pünktchen. Die verlängert sich hier auf dem Rückenteil bis unten, aber wenn du möchtest, brauchst du sie nicht machen. Du kannst auch überall halbe Stäbchen machen, auf der ganzen Breite sieht auch toll aus. Und geht dann ganz schnell zu häkeln. Für den Rollkragen hier benutzen wir nur Kettmaschen. Das ist eine Rippe aus Kettmasche. Das ist ganz, ganz elastisch, ganz dick und ganz warm. Ich zeige dir Schritt für Schritt auch, wie das funktioniert. Mit einer ganz nahen Aufnahme, damit du siehst, wo man reinstechen soll. Na dann, bist du gespannt, wie das Gesamte funktioniert? Dann ein ganz kleines Wort über das Material und dann fangen wir mal an. Unsere Wolle von heute habe ich bei Rossmann gekauft. Es gibt keine Anleitungen dafür, also jetzt haben wir eine. Sie heißt Babywolle Print. Wir brauchen eine bunte so und dann eine einfarbige, die dazu passt. Hat eine Lauflänge von 150 Meter für 50 Gramm. Und sie häkelt sich, muss ich sagen, sehr gut. Sie spaltet sich nicht, sie ist weich, das ist ein angenehmes Gefühl. Als Häkelnadel brauchen wir heute 3 Stück, komischerweise, du wirst sehen warum. Wir brauchen eine ganz dicke Nummer 6 und dann eine Nummer 5 und eine Nummer 4,5. Und ja, für eine Größe SM brauchen wir 6 Kugeln davon und 2 davon. Für eine Größe L, XL würde ich hier 1 Kugel dazu nehmen und ihr auch. Und für eine Größe XXL würde ich hier locker 8 Kugeln nehmen und ihr 3. Na dann, bist du gespannt, wie das Ganze funktioniert? Dann lass uns anfangen! Und heute häkeln wir eine Maschenprobe. Ich fange an mit der Häkelnadel Nummer 5 und häkele eine Kette von 21 Maschen. Bin schon bei 4, 5. Dann die kleinere Häkelnadel nehmen. Hier ist es 4,5. Und zurückkommen mit einer Reihe von Halbestäbchen, also Umschlag. Da reinstechen, alle weg, Umschlag, reinstechen, Faden holen, Umschlag, alle weg, nochmal, Umschlag, reinstechen, Faden holen, Umschlag, alle weg. Bis am Ende der Reihe. So, dass wir am Ende der Reihe 20 Maschen haben. Dann machen wir 2 Luftmaschen und Arbeit drehen.
geht es weiter mit halben Stäbchen bis am Ende der Reihe. Okay, da sehen wir ja, haben wir noch zwei Maschen. Hier die letzte. Ja, und dann fangen wir wieder an. Ist auch immer gut, ab und zu wieder nachzuzählen, ob man richtig seine 20 Maschen hat. Die zwei Luftmaschen von Anfang waren schon ein halbes Stäbchen. Das zählt wie eine halbe Stäbchen. Also zwei Luftmaschen hoch. Als Ersatz für ein halbes Stäbchen und halbes Stäbchen bis zum Ende der Reihe. Ja, und so weiter und so fort. Hier noch einmal das Ende der Reihe zusammen, damit man sieht, wo man sticht. Also da, das gehört zu dieser Masche. Ja, und dieses Loch hier gehört zu dieser Masche. Und für die letzte Masche hier steche ich einfach in dicken Loch. So, kannst du ja nachzählen, dass wir Tatsache 20 Maschen haben. Bis dass du 16 Reihen geäckelt hast. Und jetzt kommt der große Moment der Wahrheit. Wir müssen gucken. Also hier haben wir eine schöne quadratische Form. Das heißt, es war richtig, dass ich am Anfang eine Häkelnadel, eine Nummer, eine halbe Nummer größer genommen habe. Und dann füllen wir unser Stück. Fühlt es sich zu steif an oder zu locker an? Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, ich habe auch die richtige Nummer von Häkelnadel genommen. Also diese Maschenprobe ist schon okay. Und er ist für 20 Maschen 15 cm breit und für 16 Reihen 14 cm hoch. Ja, wenn deine Maschenprobe größer ist, dann nimmst du eine Häkelnadel 0,5 kleiner. Und wenn deine Maschenprobe kleiner ist, dann nimmst du eine Häkelnadel 0,5 größer und versuchst dann wieder. So sieht heute unser Schnittmuster aus und wir fangen hier unten an. Hier kommen die verschiedenen Angaben in Zentimeter für Größe 36, 38. Es sind auch die Luftmaschen geschrieben, aber die Luftmaschen stimmen nur, wenn deine Maschenprobe ungefähr gleich wie meine ist. Dann für Größe 40, 42. Und dann für Größe 44, 46. Zu bemerken ist, dass das Band hier immer gleich breit bleibt. Und die ist 14 Luftmaschen breit. Die wird ja nicht in Zentimeter direkt gemessen. Wir brauchen drei Kugeln und wir nehmen den Faden von der Mitte. Wir fangen an mit der bunten Faden und die große Häkelnadel, Nummer 5. Und wir häkeln erstmal unsere Menge an Luftmasche, und zwar die große Menge für den bunten Faden. Bei mir sind dann 53. 2, 3, 4. So haben wir jetzt Farbe wechseln und 14 Luftmaschen in Grau. 1, 2, 3, 4. Und jetzt die dritte Kugel anfangen in Bunt und unsere Menge an Luftmaschen häkeln. Bei mir sind es 5. So. Und jetzt geht es los. Häkelnadel wechseln. Eine Nummer kleiner. Ich habe jetzt 4,5. Zwei Luftmaschen dazu. 1 und 2
und halbe Stäbchen häkeln bis zu der grauen Farbe. So, hier sind wir fast, jetzt kommt die graue Farbe, das bedeutet Farbe wechseln. Ja, da ist sie ja, mit der grauen Farbe hier abmaschen. Okay, jetzt die Zierde, wir haben zwei Stäbchen, eine. Und zwei, drei halbe Stäbchen vier Stäbchen. Drei halbe Stäbchen. Und zwei Stäbchen. Für das zweite Stäbchen machen wir einen Farbwechsel. Also Stäbchen häkeln nicht bis zu Ende, Farbe wechseln. Da ist sie ja. Okay. Die erste Reihe ist ein bisschen schwierig, das ist immer so, aber danach gibt es sich. Und dann häkeln wir halbe Stäbchen bis am Ende der Reihe. Wie bei der Maschenprobe. So. Zweite Reihe, zwei Luftmaschen, Arbeit drehen und Kugeln in Ordnung bringen. Und halbe Stäbchen häkeln bis zu graue Farbe. Die zwei Luftmaschen hier sind ein Ersatz für ein halbe Stäbchen. Also da reinstechen und so weiter und so fort. Okay, wir sind fast so weit. Hier eine noch und hier eine noch. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist die nicht sichtbare Seite, ist ein bisschen gekräuselt unten. Und hier ist die sichtbare Seite. So, wenn wir die nicht sichtbare Seite gucken, muss der Faden zu uns sein. Der darf ja nicht nach vorne sein. Also Farbe wechseln. Der bunte Faden kommt zu uns. Und diese Faden wird genommen und die Farbe wird gewechselt. So ist gut. Ja? Dann kommen wir an der Muster. Wir haben erstmal zwei Stäbchen gehabt. Jedes Mal, dass Stäbchen sind, werden wir Reliefstäbchen machen. Wir sind auf der unsichtbaren Seite. Wir machen also Reliefstäbchen von hinten reingestochen. Dadurch um die Masche rum. Faden holen, Stäbchen häkeln. Ja, wir haben noch eine. Um die Masche rum, Stäbchen häkeln.
So. Danach hatten wir dreimal ein halbes Stäbchen. Hier reinstechen. Eins. Zwei. Und drei. Danach hatten wir vier Stäbchen, also vier Reliefstäbchen von hinten. Dann drei halbe Stäbchen. Ja. Und zwei Reliefstäbchen von hinten. Vorsichtig, bei der zweiten müssen wir die Farbe wechseln. Also wir häkeln das Stäbchen nicht bis zu Ende. Unsere neue Faden ist hier. Und der graue Faden, der kommt auch auf die unsichtbare Seite. Ja? Geht los. So. Okay. Und weiter häkeln mit halben Stäbchen bis am Ende der Reihe. Zwei Luftmaschen hoch, Arbeit drehen und Kugel in Ordnung bringen. So, es geht los, dritte Reihe, halbe Stäbchen bis zur grauen Farbe. Da sehen wir schon, jetzt Farbe wechseln, der Faden bleibt auf der unsichtbaren Seite, ja? Okay. Hier haben wir Stäbchen, also machen wir auch weiterhin Reliefstäbchen. Diesmal sind wir auf der sichtbaren Seite, also Reliefstäbchen von oben gestochen. So, um die Masche rum, Stäbchenecke. Noch eine. So. Das sind halbe Stäbchen, also häkeln wir halbe Stäbchen. So, drei Stücke. Zwei. Und drei. Vier Stäbchen haben wir hier, also vier Reliefstäbchen von oben. Drei halbe Stäbchen. Hier haben wir zwei Stäbchen, also zwei Stäbchen mit Relief von oben gestochen. Vorsicht, hier kommt ein Farbwechsel. Der Faden schön hinten lassen und der neue Faden nehmen, der auch hinten ist.
so und Farbe wechseln. Ja? Und dann geht's los mit halbe Stäbchen bis am Ende der Reihe. Und da sehen wir uns wieder. Okay, eine Ehe noch und noch ein im Loch. Zwei Luftmaschen hoch, Arbeit drehen, wir sind jetzt auf die unsichtbare Seite, Kugel in Ordnung bringen, vierte Reihe, halbe Stäbchen bis zu graue Farbe. Hier sehen wir ja, wir haben noch eine Masche, nicht bis zu Ende Ecke, denn wir haben Farbwechsel, bunte Fahnen auf die unsichtbare Seite bringen, graue Fahnen nehmen und fertig Ecke. So, jetzt zwei Reliefstäbchen von hinten, hier, wir können auch den Faden mitnehmen hier, geht auch. Eine. Und zwei. Drei halbe Stäbchen. Vorsicht, dieses Loch hier gehört zu Stäbchen. Also nicht da, sondern da. Nummer eins. Nummer zwei. Und Nummer drei. Jetzt vier Reliefstäbchen von hinten. Drei halbe Stäbchen. Und zwei Reliefstäbchen von hinten. So. Und hier, vorsichtig, gibt einen Farbwechsel. Das heißt, Stäbchen nicht bis zu Ende häkeln, graue Farbe auf die unsichtbare Seite bringen, andere Farbe nehmen und fertig häkeln. Haben wir. Ja? Dann weiter bis am Ende der Reihe. Da sehen wir ja zwei Luftmaschen hoch, Arbeit drehen, Kugel in Ordnung bringen. Fünfte Reihe weiter häkeln mit halbe Stäbchen bis zu graue Farbe. Da sehen wir ja, Vorsicht, Farbwechsel. Graue Farbe. Zwei Stäbchen, zwei Reliefstäbchen von oben, weil wir auf der sichtbaren Seite sind. So, dann die drei halbe Stäbchen da rein. Und jetzt unser Zopfmuster. Du wirst sehen, das ist nicht kompliziert. Stäbchen vorbereiten, diese überspringen, diese überspringen. Wir nehmen das dritte Stäbchen, Reliefstäbchen von oben. Ja?
Dann das vierte Stäbchen, Reliefstäbchen von oben. Okay. Dann das erste Stäbchen, hier. Um drum. Reliefstäbchen von oben. Und dann suchen wir uns das zweite Stäbchen, diese hier. Und Reliefstäbchen von oben. Und so sind die Reliefstäbchen gekreuzt. Dann können wir weiter mit unseren drei halben Stäbchen. Eins, zwei und drei und die zwei Reliefstäbchen von oben. Vorsicht, Farbe wechseln. Die graue Farbe bleibt hinten. Wir holen uns die neue Farbe. Und Stäbchen fertig ecken. Dann halbe Stäbchen bis am Ende der Reihe. Gut, da sind wir ja. Zwei Luftmaschen hoch. Arbeit drehen. Wir sind jetzt auf die unsichtbare Seite. Kugel in Ordnung bringen. Sechste Reihe, zurückhäkeln mit halbe Stäbchen bis zu graue Farbe. Da sind wir ja, ich habe noch eine. Und jetzt Farbe wechseln, das heißt bunte Faden nach vorne bringen, graue Farbe nehmen und fertig häkeln hier in grau. Und jetzt Muster folgen, das heißt zwei Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Drei halbe Stäbchen. Und hier vier Reliefstäbchen von hinten. Aber sie sind ein bisschen gemischt durch die Drehung. Wir müssen die richtige nehmen. Die erste. Ja. Zweite suchen. Dritte suchen, das ist diese hier. Okay. Und die vierte. Ja, dann haben wir wieder drei halbe Stäbchen. Und zwei Reliefstäbchen. Das zweite mit Farbwechsel. So, das heißt graue Faden auf die unsichtbare Seite bringen, bunte Faden nehmen, fertig häkeln. Das haben wir. Ja, und die Reihe fertig häkeln mit halbe Stäbchen.
So, und das war's. Dann kannst du jetzt tippen auf dem Kapitel Wiederholungsmuster und dann kommst du auf die dritte Reihe zurück und kannst weiter häkeln. Bis dass du deine ÖÖ erreicht hast und diese beträgt für Größe 36, 38, 61 cm, für Größe 40, 42, 63 cm und für Größe 44, 46, 65 cm. Und dann müssen wir dazu aufpassen, dass unser kleiner Zopf hier, na, ist gerade angefangen. Das war hier die Kreuzung und eine Reihe dazu. Da müssen wir aufhören. Und dann können wir mit dem Halsausschnitt anfangen. Für den Halsausschnitt markieren wir hier die Mitte und dann 12 cm links und 12 cm rechts, was bei mir 16 Maschen entspricht. So, und wir werden den Halsausschnitt auf 5 Reihen verteilen. So gehen wir vor. Dann werden wir wie ganz üblich weiter häkeln, so, aber nur bis zum gelben Haken. Dann kommen wir zurück mit Kettmaschen bis zu rosane Haken. Das ist 1, 2, 3 Maschen entfernt und häkeln wir die zweite Reihe bis zum Anfang hier. Kommen wir wieder und gehen wir diesmal nur bis zu grünen Haken und da sind 2 Maschen dazwischen. Dann machen wir eine Kettmasche, gehen wir bis zu orange Haken und häkeln wir die vierte Reihe. Und die fünfte Reihe wieder bis zu orangen Haken. Von näher gesehen, wenn du deinen ganzen Haken platzieren möchtest, hier ist die Mitte, hier ist der orange Haken. Eine Masche danach haben wir ein Haken. 2 Maschen später noch ein Haken, 1, 2, 3 Maschen danach wieder ein Haken. Also geht los wie üblich bis zum gelben Haken. Ja, wir sind angekommen, noch eine und dann Arbeit sofort drehen, keine Luftmasche. Und mit Kettmaschen bis zu rosane Haken. Da ist er ja. Dann die 2 Luftmaschen hoch und häkeln wie sonst immer. Ups, bis am Ende der Reihe. Wir sind angekommen und diesmal kommen wir zurück. Nur bis zum grünen Haken, der vorletzte. Gut, wir sind da. Wir hatten hier 1, 2, 1, 2. Also ist richtig. Arbeit drehen und die erste Masche überspringen. Ich gehe hier mit Kettmasche. Hier in meinem Fall bin ich an der Grenze mit der grauen Fläche, also statt 2 Luftmaschen im Bund zu machen, werde ich nur eine Luftmasche im Bund machen. Die ist jetzt getan und die zweite in grau. Ja, und dann geht's wieder los. Bis am Ende der Reihe. Soweit so gut, noch einmal zurück und dann sind wir fertig. Also die 2 Luftmaschen hoch, Arbeit drehen und es geht los. Fast am Ende noch ein Reliefstäbchen hier mit Farbwechsel. Und ein halbes Stäbchen. Und das war's für diese Seite. Und so sieht es aus. Und jetzt arbeiten wir symmetrisch auf die andere Seite. Das heißt, ab der Seite hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ab hier 1, 2, 3. Nächster Haken. So.
und ab dieser da 1, 2, nächster Haken. Ja, wir fangen hier an zu ecken, da drin. Und zwar mit 2 Luftmaschen hoch. 1 und 2. Okay. Und los. Wie sonst immer. Und zurück bis zu ihr grünen Haken. Da sehen wir sofort umdrehen, eine Kettmasche. Da. Und jetzt unsere 2 Luftmaschen. Und dann weiter, wie sonst immer. Und wieder zurück bis zu diesmal orangen Haken. Ja, da sind wir fast noch eine. So. Und noch eine Reihe zurück, wie wir das kennen. Und das war's dann. Vorderteil ist fertig. Und wie man sieht hier, Zopf hat einen netten Abschluss. Ne? Genau wie es sein soll. Wir haben hier das Vorderteil und für das Rückenteil im Prinzip häkeln wir ganz genau das gleiche, aber dieser Streif hier wird da sein. Das heißt, wenn wir hier angefangen haben mit der Kette, erstmal das lange Stück, dann die 14 Maschen und dann das kurze Stück. Wir werden diesmal hier anfangen. Zuerst das kurze Stück, dann die 14 Maschen und dann das lange Stück. Also mit dem bunten Faden und der dicken Nadel häkeln wir erstmal die Luftmaschen, zwar so viel, wie du gebraucht hast für das kurze Stück. Dann wechseln wir die Farbe, kommen wir auf Grau. Und häkeln wir 14 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann nehmen wir den Faden von der dritten Kugel und häkeln da so viele Luftmaschen, wie wir für das lange Stück, für das Vorderteil gebraucht haben. 3, 4, 5, 6. Soweit so gut, dann Eckelnadel wechseln. Wir nehmen die kleinere Nadel, 2 Luftmaschen dazu, 1 und 2 und es geht los mit unserem halben Stäbchen. Und dann können wir auf dem Kapitel Vorderteil gehen und genau so eckeln. Genauso viel rein. Dann kommst du am als Ausschnitt von der Vorderteil. So. Hier. Ja, und dann eckelst du noch die 1, 2, 3, 4, 5 Reihen dazu. Und dann ist das Rückenteil fertig. Dann können wir die 2 Teile aufeinander bringen. So. Hier sieht man, der Zopf. Zopf. Und hier nähen. Danach können wir mit dem Kragen anfangen. Für den Rollkragen brauchen wir diesen Abstand hier. Hier ist der Knochen von Schlüsselbein und hier ist der Anfang von Kopf. Und diese Höhe brauchen wir
mal 2, weil wir den Rollkragen einmal falten. Dann mit der Häkelnadel Nummer 6, eine ganze Nummer größer, häkeln wir eine Kette, die eben diese Länge beträgt. Bei mir sind das 20 cm. Okay, hier sind wir ja und wir drehen die Kette leicht so auf ihre Rückseite und häkeln da eine Rückreihe von Kettmaschen. Wir zählen sie mit, das ist nachher hilfreich. 1, 2, wie immer ist die erste Reihe schwierig. 3, 4, 5, 6, ja, bis am Ende der Reihe. Okay, da sind wir ja und wir wollen eine Rippe machen mit nur Kettmaschen. Am Ende der Reihe machen wir eine Luftmasche. Wir drehen die Arbeit nicht um, weil so können wir sehen, wo wir reinstechen. Nicht da, sondern da. Und jetzt eine Kettmasche. Ja? Und dann für jede neue Masche von diesen 2 Fäden hier werden wir nur den Faden hinten nehmen. Da. Von den 2 nur diese hier. Ja? Also los, Kettmaschen. Bis am Ende der Reihe. Und da sind wir fast, wir haben noch 2 Stücke, eine hier und eine da, ja? So, dann eine Luftmasche, Arbeit noch nicht drehen. Wir stechen in diese Masche hier und nehmen nur diesen Faden. So. Und erste Kettmasche. So. Und dann wissen wir, wo wir hin wollen. Das ist jetzt diese Faden. Ja? Und so machen wir wieder bis am Ende der Reihe. Und dann machen wir es noch einmal zusammen. Wir sind fast am Ende. Noch 2. Eine hier. Und eine da, eine Luftmasche, Arbeit nicht drehen, da reinstechen, das ist die erste Kettmasche, so, und dann weiter. Wie ist, dass du deine Länge erreicht hast? Und was ist nun jetzt deine Länge? Das messen wir hier direkt. Bei mir sind das 60 cm. Wie viel ist dann bei dir? Das heißt ja nicht, dass dieses Stück 60 cm lang ist, aber wenn man drauf sieht, schon. Hier ist der 0 und hier ist der 60 bei mir. Gucken wir mal. Ja, also nicht übermäßig draufziehen, aber schon draufziehen. Und dann bist du fertig. Dann können wir unser Stück hier schon rannähen. Ja, da müssen wir den Kragen regelmäßig verteilen. Ich werde schon hier markieren. Das ist das Ende vom Kragen. Genau. Und
gucken, ob es für vorne passt. Ja, passt. Und so werden die Verzierungen angebaut. Hier ist die Naht von der Schulter. Wir benutzen die Löcher, die vorhanden sind. Am ersten Loch kommt schon eine Quaste. 1, 2 überspringen, dann eine Quaste. 1, 2 überspringen, eine Quaste. 1, 2 überspringen, also hier kommt eine Häkelnadel von unten. Einstecken, das Ganze holen, so, und das Ganze durch die Schlaufe, so, und schon, es ist fertig. Wenn du deine Taille erreicht hast, dann verbindest du die 2 Stücke zusammen. Und das machst du hier noch ein zweites Mal. Und dann kannst du wieder die 2 Flächen trennen und da weiterhin Quasten anbauen. Und hier ist unser Kunststück fertig. Du wirst sehen, der Poncho, der trägt sich ganz angenehm und er ist ganz warm. Vor allem hier am Hals ist er so schön kuschelig, würde ich sagen. Genau. Ja, so sieht es aus mit dem Quasten. Das macht so richtig ein kleines I-Pünktchen und das Band macht auch ein I-Pünktchen. Ich denke, es wird schon zu Blickfang. Ja, wenn meine Arbeit dir gefällt, dann gib mir ein Like und abonniere und wir sehen uns öfter für neue Häkelvideos. Ich freue mich auf euch. Tschüssi!